Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley mit Gorobei. Moin moin. Moin moin meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Gorobei Live. So. Ist denn die nächste Folge live, Nifias? Weiß nicht. Liegt ganz an dir, mein Freund. Ja, aber wenn du jetzt planen solltest. Dann nächsten Montag live. Ja. Und Dienstag auch. Die Dienstag auch. Die großen Weihnachtsstreams. Von Nifias und Gorobei. Was ist das für ein Datum? Keine Ahnung. Der 21. Ach. Ist schlecht. Oh, warte mal. Oh, da, oh Goro. Das mit Montag, das wackelt gerade. Das wackelt gerade. Obwohl, wir können das. Muss ich Luma fragen? Weil Lu hat Geburtstag am 21. Wir können auch Sonntag. Ja, können wir Sonntag vielleicht machen. Aber vielleicht hat sie auch einfach Bock mitzumachen. Dann zieht sie ihr mit auf die Farm ein für einen Tag oder so. Oh! Mal gucken. Schlafen wir denn zu dritt in einem Bett oder wie? Alle in einem Bett! Let's go! Oder wie ist da, ich frag mal so, wie ist da die Stimmung dann? Was? So. Ich muss hier mal jetzt die Bäume fällen, die gehen mir so auf den Sack, ehrlich mal. Heute keine Challenge übrigens. Noch nicht. Nach der letzten Challenge ist Nefias nämlich so ein bisschen, ja, ich sag bin mal, schon wie es ist. Angefressen. Ich bin schon ein bisschen bestürzt immer noch, dass du noch einen 48er daraus ziehst. Dran gedacht hätte ich nicht, weil ich habe die ganze Zeit 8 cm Fische rausgezogen, weißt du? Aber 48 ist aber über hart übertrieben, ne? Auf einmal zieht er da so Mutanten raus. So einen Mutantenhering. So. 25 Steine braucht man. Alter. Ja, wenn das nicht alles verkaufen würde, das hätte ich das. Aber ich nicht verkauft, ich hab's weggeschmissen. What? Mega unsmart. Ich weiß. Ah, Nefias ist auch ledig. Guck mal, wir können auch heiraten. Ich sag's bloß. Aber nee. Ich sehe schon ein. Ich hab ich hab schon verstanden, was du mir sagen willst. Nein. So. 20 Kupfer für einen Schmelzofen. Ja, ich habe einen schon da stehen. Let's go. 20 Kupfer ist aber echt eine Hausnummer, ne? Mhm. Oh, ein wilder Rettich. Und ein Löwenzahn. Wilder Rettich, so nennen sie mich auch. Ein Löwenzahn. Habe ich jetzt Sommer meine sein. Pflanzen gegossen? Scheiße. Ich investiere jetzt heute wieder. Wir kommen zum nächsten Investing-Video hier. Ja, habe ich. Okay. Wie sieht's denn aus? Ah, der Monat hat ja 28 Tage. Wie heftig ist denn das Spiel hier, bitte? Gab's nicht auch mal ein Spiel? Da gab's irgendwie nur so 12 Tage oder so? 15 oder so war irgendeins mal. Wie lange? Ja, das mache ich. Komm hier, das mache ich. Den nehme ich an. Wie viel Kohle hast du gekauft? Was habe ich gekauft? Wie viel Kohle hast du gekauft? Ein? Das mache ich, Laden leer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eins, zwei, drei. Zu einem Bündel gespendet. Achso, du spendest die Dinger, ne? Das ist natürlich smart, ne? Also smart fürs Team halt. Ja, das scheint für uns beide zu zählen. Oh, halt! Halt! Halt? Oh mein Gott. Ich will dir doch hier noch ein Geschenk machen. Lauch mag sie gerne. So. Die mag bestimmt keine Blumen. Das wird bestimmt das ist ärgerlich jetzt. Mag die nicht so gerne. Das ist meine Quest hier in dem Spiel tatsächlich. So viele Herzen wie möglich.
Ich sehe schon. Das war auch immer das, was ich damals bei Harvest Moon am besten fand, glaube ich. Kennst du das noch auf der GameCube? Ach nee, doch. Da GameCube fand ich immer kacke. Da gab's doch irgendwie... Das 3D. Genau, das war gar nicht so schlecht. Ich fand das doof. Das Coole daran war, dass irgendwann, wenn du ein Jahr fertig hattest oder halt weitergegangen bist in der Story, dann hat sich das Dorf verändert. Dann sind neue Leute dazugekommen und der eine Alte ist gestorben und so ein Kram. Oder nee, die Oma ist gestorben, glaube ich. Und der Alte war dann allein und hat immer hier ihren Grabstein. Den konntest du dann putzen, da hast du irgendwas für gekriegt. Fandest du toll. Ich fand die dynamische Welt cool, okay? Nennen wir es so. Oh, ich habe kaum noch Energie. Ja, vielleicht. Vielleicht fahre ich ja ein bisschen optimistisch mit den ganzen Feldern hier. Ja, wie viele Kartoffeln hast du gekauft? 12. Was? 12. Ach, das geht ja noch. Naja, ich hab das Feld ja schon voll. Heißt ja nichts, Felder können immer größer werden. Es ist besser, wenn man mehr. Machen wir hier mal den Kohl hin. Zack. Den Helmut. Nein! Nein, 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 nein! Was ist los? Bist du umgefallen? Nee, aber anstelle zu gießen, habe ich die Spitzhacke ausgepackt und habe wieder weggemacht. Jetzt hast du eine Kartoffel weniger. Ein Kohl. Der kostet 70, ne, pro Saat. 80! 80 sogar. Ah, ist das ärgerlich. Das ist sau ärgerlich. Ich habe kaum noch Energie. Kann ich mir nicht irgendwas hier zwischen die Kiemen pfeifen oder so? So eine Auster? Geht nicht. Steine? Also mein nächstes Ziel ist Rucksack. Mein nächstes Ziel ist erstmal Geld. So viel wie möglich. Ich habe keine Energie. Kriegt man Energie, wenn man sich einfach so ins Bett legt? Ja. Muss ich nur reinlegen. Also nicht mal irgendwie schlafen gehen drücken, sondern nur reinlegen. Ist aber auch schon spät. Oh ja. Okay, nice. Was geht relativ fix. Ja, okay. Ich muss nämlich einmal noch mal in die Mine tatsächlich. Du bist wahrscheinlich in der Mine drin dran, ne? Ich war nicht einmal in der Mine heute. Was? Ich habe mich um Geld gekümmert, okay? Ich habe meinen Körper verkauft. Hä? Wie hast du denn das gemacht? Das macht ja wirklich keinen Sinn. Wie hast denn du dich um Geld gekümmert? Ja, ich habe Ressourcen gesammelt und sie verkauft. Wie man sich halt um Geld kümmert. Okay, ich gehe. Ich habe Lachs geschüttelt. Ah, du hast also... Fische gefangen. Ja, 3 Fische habe ich gefangen. Ah, mega viele. Aber 2 silberne und 1 goldene. Oh, das ist nicht schlecht. Goldene geben viel Geld. Ah, fuck, der Schmied hat es eh zu und die doofe kackt da auch. Dass die alle immer haben so die Bett haben die Fische bestellt oder was? Nee. Ich habe noch was im Inventar, was ich da ausstellen kann, da bei dem Architekten. Hier. Ach, bei ihm, da. Ja, das geht natürlich nicht. Aber wenn es morgen regnen würde, würde ich natürlich da lieber in die Mine gehen, ne? Das wäre natürlich geil, aber wir hatten schon geguckt, regnet nicht, ne? Das weiß ich nicht mehr. Also, gibt
Gibt's hier irgendwelche guten Tricks, wie man die nächste Ebene direkt findet? Nee. Hast du nicht Stufe 5 freigeschaltet, wenn ich das hab? Ja, doch. Nee. Also hast du schon Stufe 5 freigeschaltet? Ja, hatte ich schon. Ja, hab ich. Muss ich das beim Dings machen, beim Fahrstuhl? Ja. Okay, hab ich nicht geguckt. Okay, das ist nice. Aber man kriegt ja viel Kupfer. Ja, Kupfer kriegst du viel. Also easy. Aber das Inventar ist halt instant voll. Das ist ein bisschen blöd. Was ist das hier? Quatsch. Ich meine, man muss ja auch eigentlich nicht mit der Gießkanne und der Hacke im Inventar rumrennen, aber ich mach's halt die ganze Zeit. Dann mach ich auch nicht. Für Energie habe ich noch 14. Ah, ich muss zurück. Wieso habe ich denn so viel Energie verloren? Mine verlassen. Soll ich ja mal gucken, ob ich Stufe 5 schon habe? Mhm. Ja, Tatsache habe ich. Ich will mir halt auch einen Ofen machen. Ich glaube, die Sachen hier, hast du die schon ausgestellt? So Quarz und so ein Kram? Mhm. Nee. Ich habe einen Amethyst und Quarz, die ich ausstellen kann. Topaz und Erdkristall habe ich. Perfekt. Okay. Also gerade die Cutscene, wo der Obdachlose aus dem Mülleimer ist? Nein. Ich liege im Bett. Wieso hast du die? Ach so, weil du daran vorbeigelaufen bist um die Uhrzeit. Okay. Wahrscheinlich. So, ich muss gucken, ob das hier ein Waschbär war oder ob das der Penner war. Der Obdachlose. Ich war das. Jetzt, wo du es sagst. Der Obdachlose ist mein Charakter in der Zukunft. Danke, Guru, weil ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. 23.40 Uhr. Ja. Was soll ich denn machen? Der Obdachlose, der sagt, der gibt mir jetzt einen aus hier. Keine Ahnung. Der ist jetzt zur nächsten Mülltonne gegangen. Es wird spät. Es wird spät, steht da unten. Was soll ich denn machen? Wenn ich dadurch jetzt eine Strafe kriege, weil du nicht pennen gehst. Es ist... Mist, ist das dunkel. Ab 1 fällt es in Ohnmacht. Echt? Mhm. Das schaffe ich dann nicht. Oh, es wird ganz knapp. Es wird richtig knapp. Ich bin jetzt auf dem Zwischenfeld. Das nee, schaffe ich nicht. Das wird nichts. Ich sehe jetzt mein Haus. Okay, es ist 1 Uhr. Es hat gewackelt. Ich glaube, du kriegst aber jetzt die Strafe. Ich glaube, das heißt das. Die Energiestrafe. Bin im Bett. Das wird nur halbe Energie heute oder so. Oh, wie viel Energie hast du? Komm, sag. Ja. Es regnet. Nicht ganz voll. Es regnet. Denn nur 200 Energie. Bleib einfach noch ein bisschen länger liegen, weil wenn es regnet, kann ich auch bis 7 liegen bleiben. Stimmt so. Ich dreh mich. Wenn ich Bauer wäre, ich würde auch jeden Tag feiern, wo es regnet, ey. Ich dreh mich halt nochmal um. Da kenn ich nix. So, auch voll. Gibt's hier was zu ernten? Nee. Nichts zu ernten in Kiem. Hörst du hier auch die Geräusche? Was für Geräusche? Man hat Geräusche. Was meinst du? Ich höre Stimmen. Ja, ich höre Stimmen.
Ja, stimmt, bei Stadio Valley. Wann macht denn hier das Ding auf, das Museum? 9. Gibt es heute eine Quest? Willi möchte 3 Heringe haben. Dafür kriegt man 90 Gold. Das ist gar nicht mal so unrealistisch. 3 Heringe? Ja, okay. Lohnt sich schon. Für 3 Heringe 90 Gold ist viel. Und man darf die Heringe danach noch behalten und verkaufen wahrscheinlich. Das ist ein Schnapper. Ein Schnapper. Ein Schnapper. Ich jetzt weiß es nicht. Es war so klar, dass du hier unten bist. Guten Tag. Da muss regnen, habe ich gesagt. Lass doch mal direkt irgendwie in die Mine, du. Er hat das Loch gefunden. Natürlich. Erstmal hinterher da. Voll um die Wette Löcher suchen hier. Oh, die Geoden fliegen mir um die Ohren, Alter. Und die kannst du aufmachen, ne? Ja, ich weiß. Das ist nice. Ey, das Loch schon ist das? Ach nee, das war der Erdwurm, okay. Der Maulwurf war das, meine ich. Ach, das ist die Scheißhöhle. Hast du das Loch gefunden? Ja. Musst du Bescheid sagen, sonst buddelst du dir hier im Wolf. Bescheid. Ich will halt nur das Kupfererz. Der Rest ist mir egal gerade. Einen Ofen habe ich ja schon. Oh, ich habe eine Geode. Das ist ja toll. Wer Bescheid? Mhm. Wo denn? Um links. Bist du denn lang gegangen? Bescheid? Nein. Hä? Oben rechts. Ach so, ah, okay. Ja, das ist genau da, wo ich nicht lang gegangen bin, weißt du? Bescheid. Nein. Wurde angeslimed. Hey, hast du die aufgemacht? Ah, hast du auch nochmal Schuhe bekommen? Nee, Schuhe. Ach, du bekommst sie auch. Das ist ja cool. Kann ich gleich anziehen. Was machen die? Verteidigung, glaube ich. Nice. Oh, der Weg ist schon offen. Das Eisen nehme ich noch mit hier. Kupfer. Das war Kupfer, ne? Kein Eisen. Kannst du ja Eisen auch gar nicht abbauen. Oder ging das mit? Ich glaube schon. Boah, Crit. Was ist denn hier los? Ist ja richtig Cash. Cash in die Tash. Es wird auch langsam dunkel hier unten. Ist aber erst 14 Uhr. Bescheid, unten. Mhm. Oh nein. Fluchebene.
glaube, bis zum nächsten, wo man einen Fahrstuhl fahren kann, bin ich. Und dann fahre ich hoch und dann muss ich zum Schmied und solche Sachen. Ja, ich muss auch zum Schmied. Aua! Oh Gott, guck, ich krieg so hart auf den Sack gerade. Nicht, man soll nicht fighten, man soll hier suchen. Ich muss noch zwei Slimes töten. Ist das eine Quest? Mhm. Wie sagst du die Quest? Ja, weiß nicht. Ich hab das Schwert bekommen und hatte ich die. Hier ist die nächste Ebene. So scheiße. Oh ja, hier ist da tatsächlich auch die nächste Ebene für den Fahrstuhl. Ja, dann fahr ich hoch. Ich komm mit, ich muss auch noch Geoden aufbrechen. Genau, Geoden aufbrechen und ins Museum und die Sachen da ablegen und solche Sachen. Ich muss erstens Museum und Sachen ablegen, dann kann ich erst Geoden aufbrechen, weil mein Inventar voll ist. Das ist natürlich... Du kannst die Geoden nämlich nur aufbrechen, wenn du Platz im Inventar hast. Das ist natürlich traurig. Ich habe 41 Kupfer gesammelt. Ich hab nur 12. Hoffentlich haben die nicht zu, ne? Shortcuttet der Nephias da? Glaube ja. Ein bisschen. Hat er noch auf? Ich kann nicht mit ihm sprechen, wenn du mit ihm sprichst. Baumkohlsaat, Blumenkohlsaat, nice, let's go. Oh, er hat für 16 Uhr noch auf, der Schmied. Das ist nicht sein Ernst. Doch. Wo ist er jetzt? Wie, wo ist er jetzt? Ich habe eine Quest, die ich bei ihm abgeben muss. Weiß ich, wo der ist. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Der ist bestimmt im Pub, Alter. Ja, der ist saufen. Wenn er jetzt hier drin ist, ne? Da hat er nochmal Glück gehabt. Hä? Musstest du ihm Kupfer bringen? Ja. Ist er denn? Ist er nicht da? Nee, nicht im Pub. Uff. Hier ist die Oma. Wo ist denn der Schmied? Rede mit Clint. Ja, wo ist denn der Clint? Der Eastwood. Bestimmt noch in seinem Laden, hat aber die Tür zugemacht. Verschlossen bis 16 Uhr. Ich hätte jetzt ja Bock, an seinem Haus zu kampieren, ne? Aber hat jetzt auch nicht so viel Sinn, glaube ich. Der muss doch in den Saloon gehen. Das ist doch so ein Saloon-Typ. Der Clint. Der ist hier nicht. Was ist denn das im Geheimen? Wohnt der denn in der Schmiede auch oder geht er da morgens rein? Ich glaube, der wohnt da drin, ne? Der wohnt da ja drin, ja. Ja, dann ist RIP. Oh nein. Ich habe nur noch einen Tag. Reicht das, wenn ich das morgen mache? Kann es sein, dass der Tag länger ist, wenn man in der Mine ist? Die Zeit vergeht da langsamer, ne? Wahrscheinlich. Wie viel Energie habe ich noch? Reicht das, um hier noch die Felder ein bisschen zu bestellen oder was? Ich habe schon fertig. Das ist natürlich so eine Sache jetzt, ne? Jetzt habe ich natürlich hier den Blumenkohl noch, ne? Ja, du musst ja nur haken. Stimmt. Regnet ja nicht, noch. Hattest du die jetzt schon genommen?
Was hatte ich? Erze von unserem Feld, hattest du dir schon genommen? Nein. Okay, dann lasse ich dir noch welche. Und eine zweite Vogelscheuche, glaube ich. Ich glaube, das ist gut so. So. Ja, weiß ich nicht. Muss ich morgen gucken. Ob es da besser wird. Es wird auch dunkel. Ich kann mir nicht nochmal hier den... Den Malus. Ankreien lassen. Ja, dann sollen wir abmoderieren jetzt, oder wie sieht's aus? Ja. Gut, Freunde. Dann sehen wir uns spätestens in der nächsten Folge wieder. Vielleicht ja dann live, wenn wir es hinkriegen sollten. Wir lassen es euch natürlich wissen, auch hier im Community-Tab und Twitter und Discord und da, wo ihr... Ich weiß auch nicht. Hilf mir jetzt bitte. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.